Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Frage- und Antworten-Video, welches ich euch im letzten Video schon angekündigt hatte. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, da habe ich über unseren Grundstückskauf gesprochen. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten, ja, wie erwähnt, geht es heute um die Fragen, die mir gestellt wurden. Die würde ich gerne beantworten. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Zur ersten Frage komme, wollte ich mich nochmal bei allen neuen Abonnenten bedanken und auch begrüßen. Auch an euch herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden Einzelnen und finde es ganz toll, dass unsere kleine Community jetzt so langsam wächst. Also vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank an alle, die schon etwas länger hier sind. Ich freue mich wirklich immer sehr und freue mich dementsprechend auch, euch ein paar Fragen beantworten zu können. Die erste Frage lautet, wie habt ihr euer Grundstück gefunden? Zu dieser Frage habe ich ja schon im letzten Video sehr viel erzählt, aber hier vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben im Internet ausschließlich nach Grundstücken geschaut, auf den gängigen Internetportalen ImmoNet, ImmoScout und noch zwei, drei andere, also wirklich die gängig sind, haben dort im kompletten Berliner Speckgürtel geschaut. Wir waren da auf nichts festgelegt und wollten einfach eine gewisse Größe an dem Grundstück haben und eine gewisse Lage, dass es eben nicht so zentral ist. Wir haben das übers Internet gemacht, haben dann die Adresse rausgesucht und sind dann dahin gefahren, haben uns das angeschaut. Teilweise haben wir von außen geguckt, teilweise sind wir dort mit einem Makler verabredet gewesen. Und gesucht haben wir allgemein so circa 5 Monate, würde ich sagen. Wir haben in den Wintermonaten angefangen und haben 5 Monate circa gesucht und uns dann auch relativ schnell fürs Grundstück, welches wir am Ende genommen haben, entschieden. Also wir haben kurz überlegt, uns aber, ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen entschieden und dann auch reserviert, weil es auch kurz danach wirklich so gewesen wäre, dass dann auch weitere Interessenten gekommen wären. Also ja, so lief das bei uns ab. Es war jetzt nichts, das wir jahrelang gesucht haben, aber man muss auch natürlich immer ein bisschen Glück haben. Und dadurch, dass wir eben auch relativ flexibel waren und jetzt nicht uns auf irgendwas festgelegt hatten, sondern breit gesucht haben, eben im Berliner Speckgürtel, haben wir dann auch was gefunden. Die zweite Frage war, baut ihr im Speckgürtel? Habe ich ja eben schon gesagt, ja, machen wir. Das ist noch Berliner Speckgürtel. Wir haben keine S-Bahn-Anbindung mehr, aber Regio-Anbindung und das ist ausreichend. Wir haben auch ein Auto und damit kommen wir überall hin. Die dritte Frage war, was wir mit unserem Sandberg machen, welchen wir auf dem Grundstück haben. Falls ihr ein anderes Video von uns schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir hinterm Haus, quasi da, wo die Terrasse ist, oder die Terrasse mal hin soll, sie ist ja noch nicht da, ein riesen Sandberg ist, der auch schon ja, ergrünt ist, mit Unkraut versehen und allem Möglichen. Und da haben wir vor, den später teilweise, soweit möglich, zum Auffüllen des Grundstückes zu benutzen, um es so ein bisschen ebener zu machen. Und den Rest, den wir eben nicht benötigen können fürs Grundstück, dann abfahren zu lassen oder abzufahren, also dann wegzubringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo man es hinbringt, aber da werden wir uns dann noch informieren. Also ja, zum Auffüllen benutzen und den Rest dann abfahren lassen. Frage Nummer 4 ist, welchen Zaun wir später aufstellen möchten oder welchen Zaun wir dann allgemein haben möchten. Es ist so, dass wir vorne und auch an den Seiten des Grundstückes Bauzäune haben. Die haben wir gekauft. Da haben wir von einem Bauleiter den Tipp bekommen, die am besten gebraucht irgendwo zu kaufen und jetzt nicht zu mieten oder ähnliches. Und da haben wir bei eBay Kleinanzeigen geguckt und haben geschaut, wer Bauzäune anbietet und wer diese dann eben verkauft. Und haben da echt ein faires Angebot gefunden und die haben uns die dann auch noch dahin gebracht. Also man hatte die Option, die abzuholen oder sie eben dahin liefern zu lassen gegen einen Aufpreis. Und dann haben wir gesagt, die sollen uns die zum Grundstück direkt liefern. Und ja, dann haben sie uns die noch dahin gebracht und das war
wirklich ein guter Preis, also ein fairer Preis, sagen wir es mal so. Und die haben ja auch wieder einen Wiederverkaufswert. Also wenn wir die später nicht mehr brauchen, dann würden wir es auf die gleiche Weise auch wieder verkaufen. Wir würden die auch bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen und dann eben verkaufen. Aber erstmal werden wir auch nach Einzug die Bauzäune noch weiterhin benutzen, damit wir es eben vorne abgegrenzt haben und so ein bisschen an den Seiten. Auf der rechten Seite haben wir einen Zaun, der zwar nicht gerade verläuft, also nicht wirklich auf der Grenze, aber der trotzdem vorhanden ist. Und auf der linken Seite ist gar kein Zaun da. Wir denken auch, dass das die Nachbarn setzen müssen. Da wollten wir uns mit denen irgendwann dann auch nochmal austauschen und mit denen ins Gespräch gehen. Wie das dann später ist. Aber ja, erstmal werden wir die Bauzäune dort lassen. Und wenn es dann wirklich an die Zaunplanung geht, hätte ich gerne, oder auch wir, also hätten wir gerne an den Seiten WPC-Zäune. Und vorne, die Seiten sind halt sehr lang, deswegen muss man dann auch mal gucken, wie man das alles finanziell stemmen kann mit den Zäunen. Und wir dann auch gerne so einen hochwertigen, massiven Zaun. Was genau, wissen wir noch nicht. Damit haben wir uns jetzt noch nicht so sehr beschäftigt, weil das ja auch noch dauert. Also wir werden das jetzt nicht gleich nach dem Einzug machen. Und an den Seiten höchstwahrscheinlich WPC-Zäune, vielleicht. Ja, also wir hatten erst überlegt, ob wir WPC-Zäune nehmen oder halt so günstige Zäune und dann halt Hecken davor machen. Aber es werden wahrscheinlich WPC-Zäune. So, Stand jetzt, ne? Stand jetzt. Eine weitere Frage, die eigentlich ganz gut dazu passt, ist, ob wir schon wissen, wie wir uns später so den Garten ungefähr vorstellen. Ja klar, eine Vorstellung hat man. So ungefähr. Wir denken, dass wir allgemein später auch nochmal einen Landschaftsgärtner kommen lassen werden, mit dem wir uns dann austauschen können, um da vielleicht sich noch ein paar Tipps zu holen, was man vielleicht auf jeden Fall beachten sollte und was nicht, dass man es halt gleich alles richtig anlegen kann und die Grundstruktur des Gartens dann irgendwann gegeben ist und man nicht dann alles nochmal neu aufreißen muss oder so. Haben nämlich vor, wenn alles schön läuft, wie man sich das vorstellt, die, wie eben schon erwähnt, WPC-Zäune an den Seiten zu machen. Ich hätte dann gerne punktuell so ein paar Bäume oder heckenartige Pflanzen und am besten auch noch so weiße Steine, die dann da sind an den Rändern, wo das dann eben alles drin sitzt. Und dann nochmal so ein paar Leuchten, dass so die Seiten richtig schön beleuchtet sind. Dann natürlich eine Grünfläche, einen schönen Rasen. Unten drunter mit so einer Sprinkleranlage. Da gibt es ja von Gardena, glaube ich, auch sehr gute Sachen. Da hat mein Mann sich auch schon mal so ein bisschen mit beschäftigt. Dass dann die Bewässerung, dass wir da auch ein Bewässerungssystem haben. Und wir dann nicht immer diese kleinen Sprinkler irgendwie überall hinstellen müssen. Weil ich glaube, bei der Größe des Gartens wären wir irgendwie nur noch mit Hinstellen beschäftigt. Das ist nicht Sinn der Sache. Schöne Beete, dass man da was Schönes hat. Dann würde ich auch gerne ein bisschen Obst und Gemüse anbauen. Hätte gerne so ein Hochbeet für ein paar Kräuter. Dann hätte ich gerne halt Äpfel, Erdbeeren, Gurken, Tomaten etc. Also dafür hätte ich gerne auch noch eine kleine Ecke. Ansonsten wollen wir es auch so in so einem Urlaubsfeeling auch so ein bisschen machen. Irgendwann mal einen Pool. Wir haben uns den auch in der Bei Beantragung für die Baugenehmigung haben wir uns den auch schon mitgenehmigen lassen, den Pool. Also wir haben da schon einen einzeichnen lassen. Also bis das mal am Ende wirklich ein richtiger Pool wird, das wird auch dauern, ist ja auch immer alles eine finanzielle Geschichte. So ein Garten herzurichten ist ja nicht günstig. Aber ja, das wäre dann auch toll, irgendwann ein Pool, wo man dann auch ein paar Palmen hat und vielleicht noch so eine Liegemuschel und das alles, das wäre schon echt ganz, ganz schön, wenn man sich da so eine richtige Wellness-Oase schaffen kann, die dann durch diese, die aber trotzdem so angelegt ist, dass ein Rasenroboter das auch gut bewältigen kann und wo man natürlich Arbeit hat. Also ein Garten bedeutet Arbeit, das ist ganz klar, aber wo dann manche Dinge dann schon durch smarte Geräte einen die Arbeit auch erleichtern, gerade im Alltag, dass man jetzt nach einem 8-Stunden-Tag nicht noch 2 Stunden jeden Tag im Garten verbringen muss, um das irgendwie in Stand zu halten. Ja, das wäre ganz schön. Ein paar Palmen,
schöne Beleuchtung und alles. Ja, so stellen wir uns das mal vor. Hinten dann vielleicht auch ein Komposthaufen, ne, für unseren Biomüll und alles. Ja, aber wie schon erwähnt, das kann Jahre dauern, bis wir das am Ende so haben. Einmal, weil man sich da wirklich viele Gedanken machen muss. Wir wollen nicht alle paar Jahre den Garten hier total umkramen, sondern möchten da halt schon so ein Grundkonzept drin haben. Und das ist, wie schon erwähnt, auch eine finanzielle Sache. Man kann halt nicht alles auf einmal machen. Wir wollen vorne dann auch noch irgendwann pflastern. Und Zaun ist auch nicht günstig. An den Seiten haben wir ja 72 Meter jeweils. Vorne haben wir noch die 16,5 Meter. Also das dauert alles, aber kommt dann mit der Zeit. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei und seht das dann alles beim Entstehen. Seht ihm beim Entstehen zu quasi. Nächste Frage ist, wann ist der Einzug geplant? Also, wenn alles nach Plan läuft, ziehen wir im April 21 ein. Mitte April würde ich sagen, ich denke mal spätestens Ende April, aber Mitte April ist eigentlich geplant. Dadurch, dass wir Maler- und Parkettarbeiten jetzt selbst machen wollen und das nicht mehr über den Bauträger machen lassen wollen, verkürzt sich bei denen dann auch die Bauzeit und wir können dann halt rein, um diese Arbeiten noch zu erledigen oder eben jemanden beauftragen, um diese Arbeiten zu erledigen. Und deswegen hoffen wir, dass April 21 der Einzug sein wird. Und wenn alles gut läuft, dann auch noch vor meinem 30. Geburtstag. Das wäre ein mega Geburtstagsgeschenk, muss ich sagen, wenn man dann zum 30. Geburtstag ins Haus ziehen kann. Aber ja, das ist angepeilt. Also so lange ist es gar nicht mehr. Wie weit ist das Grundstück weg von der jetzigen Wohnung? Hat auch jemanden interessiert. Und zwar haben wir eine Fahrzeit mit dem Auto von circa 1 Stunde 10 bei normalem Verkehr. Das kann auch mal länger dauern, aber ja, also pro Weg. Also 1 Stunde 10 dann hin und 1 Stunde 10 zurück. Dementsprechend sind wir halt nur, auch nur einmal die Woche dort. Also wir schaffen das unter der Woche gar nicht, da nochmal hinzufahren. Also in seltenen Fällen kann man das schon machen, aber ist leider nicht möglich. Ich beneide auch jeden, der einen kurzen Fahrtweg hat zu seinem Grundstück und zu seinem Hausbau, wo man wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag hin kann und dann immer die ganzen Neuerungen direkt sieht. Ist bestimmt auch eine tolle Sache. Ist bei uns halt, wie gesagt, einfach nicht möglich. Wenn man da irgendwie bis 16, 17 Uhr arbeitet, dann da im Feierabendverkehr noch hinzufahren und alles, das macht keinen Sinn. Es kostet ja auch alles Benzin und so weiter. Also ja, nee, macht keinen Sinn. Deswegen sind wir einmal die Woche da, meistens am Wochenende und gucken uns dann eben an, was die Woche über so alles entstanden ist und freuen uns dann immer sehr. Ja, also ist schon ein weiter Weg, aber das hat ja auch ein Ende. Von daher ist es okay. Dann noch eine ganz wichtige Frage: Haben wir einen DM in der Nähe? Ist eine super Frage, wäre ich so nie drauf gekommen. Aber das hat mich erstmal dazu gebracht, mal nachzuschauen, wo unser nächster DM ist und ob wir allgemeine Drogerien in der Nähe haben. Und zwar haben wir ein DM in der Nähe, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen mag. Also es sind circa 17 Autominuten, die man vom DM entfernt wohnt. Ich finde, das ist vollkommen okay. Man geht da ja nicht jeden Tag hin und wenn ich dann wirklich mal Lust habe, dorthin zu gehen, 17 Minuten mit dem Auto ist jetzt echt nicht so viel. Also es ist vollkommen in Ordnung. Und wir haben einen Rossmann, der, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Autominuten das ist, sind, aber ist auf jeden Fall näher dran, ist noch bei uns so im Umkreis, würde ich mal sagen. Also man kann nicht hinlaufen, aber mit dem Auto sind es ein paar Minuten. Und ja, da haben wir einen Rossmann. Also Drogerie ist wenigstens am Start. Das ist ganz cool. Ich bin eh gespannt. Man muss sich ja dann eh dort erstmal so einfinden, wenn man dann dort lebt. Und einfach, ich denke mal, so ein bisschen das alles erkunden. Mit dem Navi. Mein Orientierungssinn ist nicht so gut, deswegen werde ich mich dann irgendwann einfach mal wahrscheinlich ins Auto setzen, losfahren und mal gucken, was man so findet und dann mit dem Navi wieder nach Hause fahren, weil ich wahrscheinlich den Weg nach Hause nicht mehr finden würde. Ja, nee, aber Drogerie ist da. Ich freue mich sehr. Es wäre auch schlimm, wenn nicht irgendwie, ne? Ja, also das ist eine ganz gute Sache. So, das waren jetzt alle Fragen. Ich hoffe, ich habe die zu eurer Zufriedenheit beantworten können. Falls ich auf irgendwas nicht genug eingegangen bin oder falls irgendwas jetzt nicht so verständlich war, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann gehe ich da in dem nächsten Video nochmal gezielter drauf ein oder schreibe euch unten in die Kommentare nochmal was dazu, falls sich Fragen ergeben haben. Auch da schreibt sie mir gerne.
Ich gehe gern drauf ein. Muss jetzt nichts mit dem Grundstück grundsätzlich zu tun haben, wenn es allgemein Hausbau ist oder auch irgendwas anderes. Schreib mir das einfach. Ich stehe da gern Rede und Antwort. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, falls euch das Video gefallen habt und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonnieren könnt ihr hier, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und hier seht ihr das letzte Video und hier ist eine Playlist. Und ich würde sagen, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal und ja, bleibt gesund. Tschüss!